السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم اصدقائي حبيب قلبي، اهلا وسهلا فيكم باول فيديو لنا. اذا حابين تعرفوا علينا اكثر خليكم معنا. Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Video. Wer wir sind und was ihr mit uns erleben könnt, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. مرحبا فيكم، رجعناكم من جديد. انا اسمي حمودي من سوريا، عايش من حوالي 7 سنين تقريبا في المانيا مع دانييلا. هي المانيه بتحب اللغات العربيه، بتحب الثقافه تبعيتنا، بتحب هيك الالمان بيقولوا اورينتالش. Neben mir sitzt Hamoudi. Ich sag's euch kurz auf Deutsch. Also ja? Neben mir sitzt Hamoudi. Er ist vor circa 7 Jahren aus Syrien hier nach Deutschland gekommen. Wir leben seit ungefähr 4 Jahren zusammen. Mhm. Und ich bin Daniela. Und schon als kleines Mädchen habe ich mich sehr für die arabische Kultur interessiert, die arabische Sprache, alles, was so orientalisch ist. Mhm. Und trotz, dass wir hier in Deutschland leben und ich auch Deutsche bin, lebe ich jetzt mitten in der arabischen Welt sozusagen bei uns zu Hause, natürlich, wenn wir unterwegs sind. Aber eins muss ich noch zu Hamoudi sagen. Ich meine, ihr seht es ja, ohne seine Shisha geht er nirgendwo hin. Also no go. Das ist die Konstante in unseren Videos. Genau. Vielleicht ganz kurz zu unserem Leben, was uns auch so ausmacht, ist, dass natürlich die westliche und die östliche Kultur aufeinandertreffen. Das kann manchmal lustig sein. Weniger lustig ist es, jetzt sage ich euch, unser Fernseher beispielsweise spricht nur Arabisch. Bedeutet, wenn ich irgendwas machen will, muss ich ihn meistens per WhatsApp-Video anrufen und fragen, ey, wie heißt denn das, was da neben dem La steht? Was bedeutet das, wenn ich das drücke? Und ja, also würde mich freuen, wenn ihr auch in den Kommentaren hinterlasst, wenn ihr auch solche Erlebnisse habt, wo ihr drüber lachen könnt oder was ihr interessant findet, die Unterschiede zwischen unseren Kulturen. Welche Sprachen für dich? Ich spreche Deutsch und Englisch und Arabisch Schön. Kann ich nicht lesen. هي عم تحكي علينا انه كل ما بنروح نحن العرب بنقدم، بصير المحيط تبعنا كله عربي. ف مثلا التلفزيون عندي في البيت سويته لغه عربيه لحتى اسوي الاعدادات، حتى اسوي كثير شغلات. فهي مثلا لما ما بكون بالبيت وحابه تتفرج على شيء برنامج او شيء شغله شيء، تتصل فيني على الواتساب فبتقول لي انا وحده اكبس، انا وحده اغير. فحاولت كثير اعلمها على اللا والقبول وهذول، انه تتعلم شوي شوي بدها وقت. فاتمنى منكم لانه بالكومنتات ايش مثلا شغله مضحكه شفتوها منا، او شغله حابين تسمعوها منا، او حابين نروح على شيء مكان، حطونا بالتعليقات تحت. وعلى فكره فعلوا لنا فعل زر الجرس واشترك بالقناه، اهم شيء لحتى تقدموا لنا دعم ولحتى ناخذكم على كثير مناطق بالمانيا وحتى غير المانيا، غير بلاد كمان. ان شاء الله مع دعمكم متقدم لقدام. ودانييلا لازم تكتبوا لها بالكومنتات باللغه الانجليزيه والالمانيه احسن شيء. عربي بتعرف شويه، بنعلمها هلا نحن على الطريق، بس لسه قراءه صعب القراءه عليها. انا تكتبوا لي بالالماني بالعربي ما عندي اي مشكله. ومع بعض ان شاء الله بنتقدم وننجح بالقناه لقدام اكثر اكثر، وشوي شوي بدكم صبر علينا. وهلا مستمية زاجن شو يعني اف دوتش؟ بس هذا مش كذاك. Yanni heißt bedeutet auf Deutsch ganz kurz. Sinngemäß hat Hamoudi gesagt, dass wir ein bisschen verrückt sind, es lieben, Abenteuer gemeinsam zu erleben, und wir würden euch gerne mitnehmen in Deutschland, Europa und der Welt, und wir wollen gemeinsam Spaß mit euch haben und mit euch aktiv sein und natürlich auch die Schönheit des Planeten Erde, auf dem wir leben dürfen, auch zu würdigen. Mhm. So, und damit ihr aus jedem unserer Videos auch was Besonderes mitnehmen könnt, versuchen wir euch immer irgendwas Interessantes, Lustiges oder Spannendes zu erzählen über die Orte, an denen wir gerade sind. Ja, und heute würde ich sagen, nehmen wir euch mit nach Bödingen. Mit dem Hagel Hikon Abel in Nora Hanakikon, Assas Rida ala Kilmanti im Ruhan, inshallah. فكانت أول بداية لنا أو أول خيار لنا إنه نبلش من المدينة اللي إحنا عايشين فيها، لأنه مدينة كتير كتير قديمة وفي لها قصة كتير كتير حلوة. فراح أطلب من دانييلا إن شاء الله تحكي لنا إياها. داني، كان سو أنس دي فخوش جيشيشتا أتسايم في بيلينجن؟ دي فخوش جيشيشتا؟ يا دوخ، كان يفرسوخن. أوكي.
jetzt. Bevor ich euch jetzt aber mit der Froschgeschichte glücklich mache, erzähle ich euch kurz was von Bödingen. Bödingen ist eine sehr besondere mittelalterliche Stadt, weil sie wurde auch im Zweiten Weltkrieg relativ verschont. Bedeutet, die komplette Altstadt ist noch erhalten und auch die Stadtmauer drumherum. Wir haben ein wunderschönes Stadttor, das Jerusalemer Tor genannt wird. Es gibt auch einen großen Graben um die Stadtmauer herum. Das ist sehr einzigartig. Und wir zeigen euch jetzt auch ein paar Bilder von den Sehenswürdigkeiten. Aber nicht so lang reden. Hamoudi, erzähl uns kurz, was ich gesagt habe, und dann fangen wir an. مدينة بيدينغن هي مدينة قديمة من العصور الوسطى تقريبا والحمد لله بالحرب العالمية الثانية ما وصلها أي صواريخ ما وصلها أي قنابل فظلت محافظة على حالها في القلعة القديمة لسه موجودة كله تمام يعني والسور تبعها لسه موجود والباب بعد بسموه باب القدس عندهم باب كتير كتير حلو كمان مدخل القلعة وخلونا نبلش اوكي Also, die Froschgeschichte handelt um einen, ich sag mal, Herrscher. Auf Deutsch würde man sagen Fürst. Und vor genau 700 Jahren hat er seine geliebte Elisabeth geheiratet. Und nach der Hochzeitsfeierlichkeit hat er seine Elisabeth natürlich hier nach Bödingen ins Schloss gebracht. Mit 700 Jahren war ein Hakim in Bödingen. تزوج من مدينة تانية واحدة اسمها إليزابيث هي بنت حاكم تاني وجاب على بيدينغن فاسمعوا ايش صار معها باول ليله الى في القلعه. Ja, also Elisabeth war sehr müde und sie wollte am Abend natürlich schlafen, legte sich ins Bett mit ihrem Gemahl und hat kein Auge zu, denn es quakten die Frösche im Schlossgarten und sie quakten und quakten, bis Elisabeth dann so genervt war, dass sie ihren Gemahl geweckt hat und gesagt hat, hier, also wenn du die Frösche nicht entfernst, und den nicht zum Schweigen bringst, dann möchte ich wieder zu meinen Eltern zurück und ich lasse mich scheiden. بعد ما جاب على القلعة وبعد العرس وتعب من عسانين بدون يناموا أي حطت راسها على المخدة ما قدرت تنام وتتقلب تقلب تقلب من صوت الضفادع والنعيق تبعهم يعني كان صوت كتير كتير عالي إنه بيدينغن كانت مليانة ضفادع فضلت هيك الى ما فيقت الحاكم وقالت له انه يا بتشيل الضفادع يا اما انا طلاق وبدي ارجع لبيت اهلي. Ja, also der Gemahl liebte natürlich seine Elisabeth und er sagte: "Jalla, jalla, auf, raus aus den Betten, alle Büdinger jetzt ab in den Schlosspark, Frösche einsammeln." Und die Büdinger natürlich dann los, total müde, ab in den Schlosspark mit Eimern und Kübeln bewaffnet und haben die Frösche eingesammelt. فيق الحاكم فيق جميع اهل بيدينغن وحتى كانوا نصهم نايمين يعني درمخين للساعه شا انه يشيلوا كلهم كل واحد يشيل لك سطل ويركض بقلب بيدينغن يلم هالضفادع مشان يخفوا الاصوات. Ja, und dann haben sie in den Eimern zum Marktplatz getragen und alle auf dem Marktplatz aufgestellt. Und dann haben die Büdinger festgestellt, naja, im Schlosspark ist das noch okay, wenn die quaken, aber wenn sie alle aufeinander sitzen, auf dem Marktplatz zusammen, es war ohrenbetäubender Lärm, sie konnten sich ja gar nicht beruhigen. بعد ما جمعوا سكان بودينغن الضفادع بهالسطول واخذوهن على الماركت هذا ساحه بودينغن مثل ما بنقول وهن فوق بعضهم وصوتهم ولسه بقلب السطل خصوصا صوتهم لسه صار دبل اعلى يعني ادانيهم تخدرت من الاصوات وكان بدهم اسرع حل ليتخلصوا منهم. Ja, also es musste eine Lösung her. Und es kam dann die Idee, lass sie uns essen. Lass sie uns kochen und keine Ahnung, was mit den Fröschen machen, aber keiner wollte das tun. Dann kam die Idee, hey, wir werfen sie in den Sämenbach und ertränken sie. So, also gesagt, getan, die Büdinger sind los mit ihren Eimern und ab zur Brücke, zum Sämenbach. Und dann haben sie sie in den Fluss geschüttet. فتوصلوا لحل واحد هاد اللي يقول نطبخهم هاد اللي يقول نموتهم هاد اللي يقول ما بعرف ايش المهم اخر شيء اتفقوا على حل واحد انه في النهر هاد اللي وراه اسمه زينبخ انه نكبهم بالنهر والنهر كان يا ما اقوى يعني وياخذهم النهر لبعيد فعملوا هيك كبوهم بهالنهر
Ja, und glücklicherweise, die Frösche sind nicht ertrunken, also zumindest nicht alle. Viele sind den Fluss hinabgetrieben und haben also überlebt, aber sie waren fürchterlich beleidigt, dass man sie so schlecht behandelt hat. وبعد ما كبونا بالنهر فقولوا انه البودينجين انه شفناهم كانوا مزعوجين كثير مننا ليش كبيناهم بهالنهر ولحد الان بقولوا انه الحمد لله انه في منهم كثير منهم انه ضلوا عايشين لانه منهم سحبوا النهر ومنهم ضلوا لسه على الحراف يعني بس خف كثير الضجه وخف كثير الازعاج. Und bis heute ist es so, wenn ein Büdinger beleidigt ist oder sich irgendwie so ein bisschen anstellt, sagt man, ey, sei kein Frosch. ولحد هلا انه بس يكون واحد مزعوج من الثاني او يحكي معه يعمل لك هيك انه ما بدي احكي معك او مزعوج منك شيء فبقولوا له لا تكون ضفدع يعني لحد الان مثل ما قول صارت انه الضفادع كانوا مزعوجين ليش كبيناه بالنار وهي انت كمان لا تكون مزعوج يعني انه لا تكون ضفدع بهالمعنى. So, und jetzt habt ihr gesehen, was die deutschen Büdinger mit den Fröschen gemacht haben am Seebenbach. Und jetzt zeigen wir euch, was der Araber mit den Deutschen am Seebenbach macht. Wir haben euch gesagt, was die Deutschen mit den Fröschen machen. Jetzt werdet ihr die Araber sehen, was sie mit den Fröschen machen. Lasst uns mit. Das heutige Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen hoch da. Da würden wir uns sehr drüber freuen und abonniert unseren Kanal. Und wenn ihr ganz verrückt seid, dann aktiviert ihr die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. إذا عجبكم الفيديو حطونا لايك تحت الفيديو وشاركوا بين أصحابكم وأهم شيء تفعل زر الجرس تحت لحتى يوصلكم كل جديد مع متابعة القناة. أتمنى تظلوا بخير وصحة وسلامة. Pass auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Salam. Salam! Die Froschgeschichte. Bis zum nächsten Mal bei Yalla Habibi. Ist egal. Nochmal. Wo ist deine Fuß? Ja, ich habe ihr gesagt, entweder so oder... Ich habe auch geguckt, wo ist deine Fuß? Ja. Nochmal.